Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Motze und Co. Ja, wir sind in Folge 176 und wir stehen bei der ersten Mod. Ja, es ist hier ein bisschen lauter, wenn ich dichter dran gehe, deswegen bleibe ich mal ein Stück weiter weg. Also hier an der Seite dementsprechend haben wir ganz normal die Stelle, wo, ne, da seht ihr den Ansatz auch, wo ihr dementsprechend dann die Palettenware abholt. Hier vorne ist die Anlieferung der losen Ware. Hier an der Seite dementsprechend haben wir noch ein bisschen schön Deko und Gebäudeteile und hier hinten steht auch ein Fahrzeug und da ist dann sozusagen ein Bedienelement, wenn ihr nicht über Escape rangeht. Das ist schon der ganze Trick. Also, es geht hier um, hier oben drauf steht Sweet Potato, es geht hier auch im Allgemeinen um Chips bei der Produktion. Und ja, wir gucken erstmal, wie teuer ist die Produktion überhaupt. Dafür drücke ich mal locker die falsche Taste, das hat auch schon mal was. Produktion, wir scrollen mal durch. Da seht ihr selber. Das ist 250.000 kostet sie. So einfach ist das Ganze schon. Kann ich dann einfach hier setzen. Und die nächste Variante ist natürlich dann zu gucken, was kann sie denn? Und das machen wir hier nämlich auch. Und ihr seht hier, sie stellt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tüten, verschiedene Tütensorten Chips her. Immer aus 3 Kartoffeln und 3 Öl macht sie 10 Chips. Ja, das ist also das typische Verhalten dementsprechend. Das geht dann über die Standardverkaufsgeschichten wie viele von dem gleichen Modder halt dementsprechend auch. Da gibt es halt dann einen universalen Verkaufspunkt, wo das alles drüber läuft und der ist hier so nicht mit intrigiert. Sorry, immer fürs Räuspern. Oder auch zweimal, ich weiß nicht, wie oft es noch kommt, wer weiß das schon. Also hier gibt es keinen extra Verkaufspunkt. Wenn wir uns das Ganze in der Preisliste angucken, haben wir die hier ganz unten mit drin stehen. Hier auf der Karte funktionieren die immer, auf der, ne, da gibt es immer die Reise zur Gold Crest Valley. Und ihr seht, hier sind wir so bei, ne, bis zu 600 ungefähr, bringen sie jetzt momentan. Wie das noch steigt oder nicht, das weiß ich so nicht, weil ich natürlich jetzt hier gerade frisch den Monat reingeschmissen habe. Also wir haben jetzt hier auch keine Preisentwicklung oder sowas. Ne? Ja, so sieht das Ganze aus. Und dann schauen wir uns einfach mal das nächste an. So, ja, durchgehüpft sind wir einmal und dann landen wir nämlich hier. Und hier haben wir nämlich drei Mods stehen. So einfach ist es. Ich gehe einfach mal zum hinteren Bereich hier durch. Damit fangen wir an. Dann sagt ihr, oh ja, Ponze, das sieht doch super aus. Den kennen wir doch. Vielleicht nicht so. Das ist der Ponze hier mit Kran. Allerdings hat der hier auch Autoload. Das heißt, also hier könnt ihr euch überlegen, benutze ich den, also ich führe den jetzt nicht vor, weil es halt der normale Ponze. Ne? Ihr Auto ist mit Autoload oder dementsprechend mit Kran zu betreiben. Und wenn ihr euch sagt, ach, Kran, das ist ja... Nee, also das brauche ich nicht so unbedingt. Dann gibt es den Ponzer nämlich auch hier ohne den Kranpart. Ne? Da seht ihr, so sieht es dann dementsprechend aus. Ne? Das ist das Original mit und ohne Kran dementsprechend. Ja, schön ist das Ganze ein bisschen handlicher, sag ich mal so. Und ihr könnt auch hier das Ganze halt mit Autolot dementsprechend dann bestücken. Ne? Können wir dann, wenn wir Hilfe seht, seht ihr selber. Ne, da habt ihr Entladeposition, Aufladeposition, Stapeln, Wechseln, was man sonst so von den Sachen kennt, auch Entladen, Starten, ne? Anzahl der Stapel ändern und all solche Sachen. Das kann man alles hier wunderprächtig dann einstellen, wie man das Ding dementsprechend laden möchte und dann könnt ihr hier dementsprechend mit losgehen. So simpel ist es. Was heißt so simpel, aber so ist es halt. Ne? Bei Holz hat man natürlich mit Stapel und Einrichtungen und Größen immer so ein bisschen andere Geschichte, was man gucken muss, ne? Zwei Stapel zu maximal 3 Meter würden jetzt hier so in dem Sinne drauf gehen in der Einstellung, wie ihr es jetzt da so seht. Ne? Da kann man dementsprechend keine Holzstämme geladen. Man kriegt also alle Infos hier dementsprechend dann auch raus. Ne? So, Hilfe wieder aus, hier wieder raus. Da seht ihr dementsprechend, alles klappt schön runter. Wir gucken uns natürlich auch an, was kostet das gute Stück denn im Shop. Da brauchen wir nur auf Forstmaschinen gehen. Das seht ihr hier ganz normal, ne? Deswegen habe ich es nicht vorgeführt. Das sind halt die Kollegen mit da nur Kran, da Transporter mit Kran und hier seht ihr das Ganze ohne. 225 müsst ihr bezahlen oder halt die 200.000 ohne Kran. Dann bezahlt ihr 25.000 weniger halt. An Einstellmöglichkeiten hat man hier sonst auch nur üblich so die Reifengeschichten. Das kennt man dann ja schon. Das kennt man auch aus den Vorgänger-LS-Varianten schon. Ja, und da könnt ihr halt gucken, was ihr draus machen wollt. Ne? So sieht es halt aus. Die verschiedenen Track-Geschichten und sowas, das kann man dann halt alles auswählen. Ja, und zusammen mit dem Autolot. Also auch Autolot für schweres Gelände, sag ich mal so. Wo man vielleicht mit einem Fliegel-Autolot-Anhänger nicht so hinkommt, Aufleger nicht so hinkommt, um das Holz zu holen.
hier habt ihr so ein bisschen ne, die Möglichkeit, auch da was wegzuholen. Finde ich eine schöne Ergänzung. Warum nicht? Ne? Schönes Ding. So, dann, den machen wir mal zum Schluss. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Volvo hier an. Genau. Wir haben nämlich einen Volvo. Da seht ihr selber eine Typbezeichnung dran stehen. H097. So, was heißt das? Oder ist das eine 1? Schwer zu sagen, aber wenn wir hier so Volvo Standard steht so dran. Wir können ja mal als erstes im Shop gucken bei Radladern. Vielleicht haben wir da ein bisschen Aufschlüsselung, was das denn genau für eine Typenbezeichnung ist. Hier sehen wir das L6090F. Okay. Ja, die erste Reifenstufe, die man hier anwählt, ist nicht da und die würde auch nicht gezeigt werden. Deswegen einfach eine andere Reifenvariante wählen und da geht das Ganze dann dementsprechend auch, ne, bis man halt sagt, okay, die weißen müssen es nicht unbedingt sein. Einzigste Einschränkung, was hier nicht so gut hingekommen ist, außerdem zweitens die Übersetzung hier ist, ja, ne, es gibt hier ein paar Einstellmöglichkeiten, die optische Sachen dementsprechend verändern und auch ein paar andere Sachen verändern, ne, hier mit Fender-Geschichten und sowas, das kann man schon sich nachvollziehen. Ich muss zugestehen, aufgrund der Beschriftung kann ich nicht unbedingt alles so nachvollziehen, sag ich mal so, ne, weil ich leider der Sprache nicht mächtig bin, die dort benutzt wird. Aber wie gesagt, ne, ihr könnt euch das dementsprechend mal eine Runde schön antesten. Und ihr seht ja, und ja, so kann es dann aussehen, wenn da draußen ist. Oh, ich habe wegen dem Preis gar nicht geguckt. 235.000 kostet er so grundsätzlich und geht bis 234 PS hoch. Damit ist er halt im oberen Bereich hier ganz bequem mit dabei und deswegen kostet er auch eine Mischung aus dem oberen Bereich. Ne, das passt dann dementsprechend auch schon. Ja, so sieht er aus. Licht, ja, macht er. Die Lichtscheinwerfer hier vorne, die sieht man so leider nicht. Das oben, das Licht, das geht alles wunderprächtig an. Und ihr seht selber, es ist furchtbar hell. Also mit dem könnt ihr überall arbeiten. Da seht ihr immer was. Aber wenn ich ein bisschen rauskreuze, seht ihr schon. Der macht die Umgebung hell. Hab selten so viel Licht gesehen, muss ich zugestehen. Und das ist am Tag, dass man alles komplett erleuchtet sieht. Ne? Also schon krass, muss ich sagen. Schon krass. Ja. Blinker. Nee. Ne, ihr seht auch, das ist auch nirgends hier vorgesehen. Hier, wo die Dinger sind, sieht man irgendwelche Verschraubungen. Also das ist mir eine Variante, die wohl auf dem Gelände arbeiten soll und nicht auf Straßen rumeiern soll. Aber wie gesagt, dann wird sonst wahrscheinlich mit einem Tieflader dann transportiert oder so. Dann ist das Ganze auch okay. Ja, Innenbereich. Der sieht ganz normal aus, also kann man so nicht motzen. Ne, wenn ich die Lichter mache, passiert hier drin so viel nicht. Wenn ich den Motor anmache, da hören wir einmal ein Ruckeln, aber man sieht auch die, ne, alles sich schön federn, sich bewegen, aber man hat jetzt hier keine größeren Optiken, die jetzt innen dementsprechend dann am Start sind. Ne? Ja, wenn ich den Motor wieder anmache, seht ihr selber die Bediengeschichte hier, das mache ich jetzt hier mal. Ne? Das funktioniert alles einwandfrei, da könnt ihr schön mit arbeiten. Das geht. Ja, optisch sieht er sonst, finde ich, so sehr gut aus. Ne? Hat dementsprechend was. Mach den Motor jetzt nochmal aus, mach nochmal, ohne was dazwischen zu labern, den Motorsound an und dann drehen wir da auch mal eine Runde mit. Ja, Bremsleuchten auch nicht. Ne? Also er hat viel Licht, aber wenig Bremsleuchten, wenig alles. Also ob das gerade so sicher ist, das weiß ich jetzt nicht, aber ich lasse ihn jetzt hier einfach mal so stehen. Ja, müsst ihr halt gucken, was ihr macht. Vielleicht hätte ich auch irgendwo die Lampen noch an- und ausschalten können, aber wie gesagt, ich wollte nicht so viel mit in den Einstellungen rumwurschteln, wenn man nicht weiß, was man da genau macht, weil man ja, der Sprache nicht mächtig ist. Falls jemand weiß, was es ist oder was da für Einstellmöglichkeiten sind, schreibt es gerne in den Kommentarbereich, würde ich mich sehr darüber freuen. Motor ausgemacht, ja. Also, hier steht er sonst soweit. Auf jeden Fall wollte ich mit anbieten, weil er so von außen eigentlich super aussieht. Ne? So, dann kommen wir zu diesem guten Stück. Das ist die letzte Mod für heute und da sehen wir auch schon dran stehen. Ne? Alles Chalmers, Chalmers, ne? Ich hau das immer durcheinander. Da sieht man einen schönen Cummings-Motor drin, 440 Typenzahlung, sieht ein bisschen verwischt aus, texturentechnisch, ne? Aber wie heißt das, man kann nicht immer alles haben. Man hat hier vernünftig die Lampen, die alle funktionieren. Ne, das sieht schon mal alles sonst so ein bisschen auf alt getrimmt, auch aus Kühlergittermäßig und sowas. Ist das alles okay? Das ist jetzt halt nichts, was man direkt unter die Lupe nehmen sollte. Das sieht dann vielleicht nicht ganz so rosig aus. Also Blinker ist halt hinten angebracht und dann in beide Richtungen. Ne, also das hier mit den Luftfiltergeschichten, also da kann man sagen, dass von vorne
das Blinken eher nicht so wirklich zu sehen ist, aber naja, was soll man machen? So ist es halt. Wir gucken uns das Ganze mal von innen an. Ne, da sieht das ordentlich aus eigentlich. Und wenn ich Licht anmache, seht ihr auch, wir haben eine schöne Hintergrundbeleuchtung in den Armaturenbereichen. Ne, das hat schon was. Auch hier die Kabel und Strippen und die kleinen Schalter verlegt und sowas, finde ich alles ganz gelungen. Ne, ist halt kein modernes Gerät, ist halt der, ne, aber man sieht schon die alten Schaltboxen. Da muss man schon aufpassen, dass man da nicht mit der Füße gegenkommt, hätte ich fast gesagt. Nicht der optimalste Platz wahrscheinlich. Wenn wir den Motor anmachen, haben wir schöne Kontrollleuchte, die angeht. Und wenn wir ein bisschen vor- und zurückfahren, haben wir auch eine Zeigerreaktion. Also das passt schon alles soweit. Wenn wir das hier aufmachen, sehen wir, irgendwelche Specials oder sowas haben wir jetzt hier nicht. Deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt auch noch mal im Shop an. Ich weiß nicht, ob da unter Mittel oder Groß läuft. Ne? Unter Mittel 14.490. Da kann man dann auch mal ein verwischtes 440er Schild haben bei dem Preis. 218 PS ist also ausgelegt. Wir haben hier, ne, die Möglichkeit, Zwillingsbereifung zu setzen. Wir haben die Auspuffanlage, die wir variieren können. Hier seht ihr, da haben wir ein Doppelauspuffrohr, ein Chrom und sowas. Ja, auch die Filtergeschichte mit dazu. Auch die Lichtgeschichte, das oben dran, die Lichtgeschichten. Ne, wie gesagt, das habe ich zusätzlich gesetzt. Das ist normal nicht dabei. Wir können hier vorne zusätzliche Tanks setzen. Ne? Das wird dann wahrscheinlich dann für irgendwas sein, was wir hinten ranhängen, dass wir das damit betanken können. Ich habe es mit den Tanks nicht ausprobiert, muss ich zugestehen. Und ich weiß nicht, ob jetzt so. Achso, das ist die GPS-Geschichte und sowas, der Monitor-Part, die man hier reinsetzen kann. Ne? Ob es halt Sprayer, Planter oder ne, was auch immer sein soll oder nichts davon. Motorausführung können wir noch mal setzen hier. Da seht ihr aber, es bleibt bei 218 PS, aber es ist dann einfach nur, dass die Typenversion anders sind. Den gab es anscheinend wohl mit zwei Motorgrößen, aber ungefähr, also mit zwei Motorarten, aber die gleiche Größe. Ich habe ja den draußen stehen gehabt, aber ihr seht, das gibt es auch mit der anderen Kabine. Ne? Die ist im Baujahr 77, die Motorausführung, und die andere ist 73, die draußen stehen hat. Aber auch so preislich gesehen kein großer Unterschied. Wir sind selbst mit so ein bisschen Änderungen hier und den Lampen dazu immer noch bei 15.000. 218 PS ist natürlich jetzt auch keine Unsumme. Man muss halt gucken, was man hier dann überhaupt anschließen kann. Ihr seht, Anschlussmöglichkeiten sind natürlich dann auch eingeschränkt, aber das ist auch dem Alter mit bedacht. Ne? So muss man es sehen. So, ja, ihr habt jetzt die Zwillingsreifen-Variante jetzt hier. Ich würde sagen, ich fahre da jetzt auch einfach eine Runde mit und stelle die mal dann daneben. Dann gucken wir erstmal hier, was für einen Sound er hat. Ja, ich konnte hier nur auf 8, auch nur auf 21 km/h bringen. Ne, das ist natürlich die Frage, ob das so richtig ist. Natürlich müsst ihr bedenken, auch der Sound von dem Volvo, ne? Ja, ne? Das sage ich jetzt auch nicht zu, da war so viel Sound nicht, ne? Aber es ist halt so. Muss man halt gucken, was man halt draus machen will. Wie man es mag, sag ich mal so. Ne? Ich werde jetzt mal die beiden hier so ein bisschen hinrücken, nehme den dann auch mit drauf und dann sage ich einfach mal, ja. Das war's für heute. Genau. Wie gesagt, heute ein paar Besonderheiten, ein paar Sachen, die nicht ganz funktionieren, aber schon schöne Ansätze haben. Ich hoffe, dass dementsprechend da noch ein bisschen was draus gemacht wird, vor allem aus dem Wolf. Ja, dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat, trotz alledem. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.